Wir bringen Ihnen das Interessanteste und Aktuellste aus allen Ländern der Erde. Fox, tönende Wochenschau. Die Sonne geht unter über dem Fußballstadion in Nürnberg. Die Tage sind kurz in dieser Jahreszeit. Für den FC Bayern München, der ganz in Weiß gegen den Tabellenersten, 1. FC Nürnberg, spielte, sollte es einer der dunkelsten werden. Damit fing es an. Strehl hatte das 1:0 erzielt und Volkert schon zwei Minuten später auf 2:0 erhöht. Die Sonne ging unter und es begann der Stern des Franz Brunks aufzugehen. Brunks, der als Kopfballspezialist bekannt ist, schoss nun nacheinander 5 Tore, aber mit dem Fuß. Immer wieder laufen die schnellen, direkten Kombinationszüge über die Nürnberger Flügel. Der Klub greift an mit Šebinak auf der rechten Flanke. Šebinak ist nicht zu halten, er ist vorbei an seinem Abwehrspieler. Eine genaue, maßgerechte Flanke und Brunk, Tor! 4:0 ist es denn zu fassen. 60.000 Zuschauer feiern schon jetzt den 1. FC Nürnberg als Herbstmeister. Aber Brunk, so schien es, hatte immer noch nicht genug. Wieder trifft er ins Schwarze. 7:1. Die Nürnberger lassen den Bayern jetzt ein wenig Luft. Gefährlich sind sie trotzdem. Und Torwart Meier bleibt beschäftigt. Brenninger kann mit 2 Gegentoren den Kummer der Bayern etwas mildern. Aber 7:3 als Endergebnis für den Nürnberger Club ist für die Münchner, die auf dem gleichen Platz im Mai den Europacup gewannen, eine bittere Medizin. Oder, wenn man so will, eine schöne Bescherung.